muss ja echt noch ein bisschen mit meiner Softbox klarkommen, Leute. Mit meinem Ringlicht. Hier gibt es nichts zu verstecken, hier sieht man einfach mal alles. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Das ist ganz komisch, dass ich jetzt hier sitze. Ich begrüße euch zu einem Themenvideo. Denn ganz, ganz viele haben sich von meinem letzten Vlog aus gewünscht, dass ich ein Kleinkind H&M Haul mache. Jetzt so für die Übergangszeit von Sommer nach Herbst. Und ja, ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich so Schönes geshoppt habe bei H&M, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und bleibt doch einfach dran. Ich filme übrigens mit meiner sehr teuren Kamera, nicht mit meiner Alltagskamera. Ich habe mein Ringlicht hier stehen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind einigermaßen okay. Ich muss das echt noch einstellen, dass das einigermaßen gut aussieht. Ich habe mir heute seit langem mal wieder Wimpern geklebt, also wenn die auch nicht so perfekt sitzen, verurteilt mich nicht, okay? So, ich sitze im Büro, man sieht es, glaube ich. Ich würde auch direkt erstmal anfangen. Ich habe es natürlich noch nicht aufgemacht. Das machen wir jetzt direkt als erstes mit dem Riesenpaket, was wir öffnen. Und wir fangen direkt an. Oh, wie süß, da kommen mir direkt Hausschuhe entgegen. Denn jetzt im Sommer ist Feline hier eigentlich immer barfuß oder mit Socken rumgelaufen. Wir haben ja auch größtenteils oben Holzdielen und da braucht sie keine warmen Schuhe. Jetzt aber, wo es jetzt tatsächlich doch kälter wird, haben wir ihr Schuhe geholt. Das sind diese hier. Die sehen total süß aus. Ich bin total begeistert. Die haben unten so eine rutschfeste Sohle, sind von innen rosa. Und die haben halt hier so Gummizug, ne? Das finde ich halt auch sehr praktisch, mal eben schnell angezogen. Also bei Kindern in Felines Alter, Feline ist jetzt knapp über 2, da ist es wichtig, dass es schnell geht und dass man nicht so viel Zeit braucht. Größe 23, die finde ich total süß. Ich komme mir so unsicher vor, als ob ich das erste Mal in meinem Leben Video drehe. So, das war das erste Teil. Dann, ach, da sind so viele Sachen auf einmal zu klein geworden. Feline trägt immer ganz, ganz lange eine Größe. Und dann von jetzt auf gleich wächst sie aus der Größe raus und überspringt immer eine direkt. Das ist bei ihr echt immer so. Ja, auf jeden Fall sind Schlafanzüge voll zu klein und einfach leer gegangen. Das ist total krass. Feline schläft eigentlich immer in Strampeln, also in Ganzkörperschlafanzügen mit Füßen. Sind wir ganz große Fans davon. Jetzt habe ich aber mal so einen normalen Schlafanzug bestellt mit ganz, ganz süßen Herzchen. Total süß passend mit dieser Hose hier. Süß, oder? Das habe ich bestellt in 98/104. Und das war ein Dreier-Set. Das ist der andere Schlafanzug, blau mit rosa. Kommt eigentlich auch ganz gut rüber. Also dunkelblau. Eigentlich bin ich gar kein Fan von blau. Generell, ich finde einfach blau nicht so schön. Hat nichts damit zu tun, dass Feline ein Mädchen ist. So, und die passende Hose dazu. Und das letzte Set von Schlafanzügen ist das hier. So ein süß gestreiftes Oberteil mit einer rosanen Hose. So, dann geht's weiter. Oh Gott, ich sehe es schon. Das fand ich so süß. Das müsste ich unbedingt haben. Das ist ein Pullover und ich finde persönlich, dass Feline total das Pullover-Kind ist. Also ich persönlich, oder auch Dennis, wir finden, es steht ihr unglaublich gut, so Hoodies und Pullover. Und da musste dieser natürlich hier unbedingt mit oder fasst sich wirklich, wirklich gut an. Schaut mal. New York in dunkelgrün unten und oben mit so Säumchen. Finde ich sehr, sehr schön, immer für kleine Kinder. Der fasst sich richtig gut an von der Qualität. New York, the City of Dreams, ne? Ihr wisst Bescheid. Auch in 98/104 und gefällt mir super, super gut. Bei Feline ist es meistens so, wenn ich bei H&M oder irgendwo anders bestelle, zu 99% behalte ich alle Sachen. So, Thema Bodies bin ich auch ein ganz großer Fan von H&M und C&A übrigens. Habe ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Bodies bestellt. Sind auch alle zu groß geworden, zu klein geworden bei uns. Und ich generell bin Fan von ganz schlichten Bodies ohne Print. Denn wenn wir mal wieder so Tage haben, jetzt zwischendurch im September, wo mal 20 Grad sind, dann ziehe ich hier einen Langarmbody an und eine Hose. Und oft passt dann dieses große Print nicht zur Hose, weil die meisten Hosen von uns sind wirklich bunt. First World Problems, oder? So, ganz schlichte Bodies also, Langarm. So, hier also ganz, ganz schlichte Langarm-Bodies. Alle in Größe 98,
104, beziehungsweise nein, das ist 104 die Größe. Und die Farben sind weiß, grau, hellrosa und dunkelrosa. Und die packe ich jetzt, oh Gott, gleich dieses Schilder abschneiden wieder, ne? Weil ich bin immer so eine, wenn ich neue Klamotten habe, egal jetzt ob für mich oder für Lean, dann müssen sofort alle Schilder ab und sofort muss alles gewaschen werden. Weil ich will ja auch die Sachen anziehen, ne? So, ich mache das übrigens durcheinander. Ich mache einfach die Tüte auf. Ich mache einfach die Tüten auf und gucke einfach, was drin ist. Feline hat eine dickere Jacke gebraucht, denn die von letztem Jahr können wir ja nicht mehr anziehen. Das war ja viel zu klein. Ich habe jetzt tatsächlich schon so ein bisschen Richtung Winter geguckt, also wenn es tatsächlich auch kalt wird, richtig kalt wird. Weil ich dachte, komm, jetzt bestellst du einmal, dann brauchst du nicht nochmal so oft bestellen. Sagt sie jetzt und bestellt wahrscheinlich morgen schon wieder. Okay, das erste ist diese Jacke. Oh, die ist so schön. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Das ist eine schwarze Jacke und wie ihr sehen könnt, hat sie in der Mitte keinen Reißverschluss, sondern der geht hier an, die Seite, an der Seite lang. Sie hat total die schöne Kunstfell-Kapuze. Die ist ganz weich und innen ist es auch mega weich. So, von innen habt ihr auch diesen mega weichen Stoff. Von außen ist sie sehr, sehr robust. Also so fühlt sie sich an, dass da gut der Wasser und Schmutz, dass gut Wasser und Schmutz abweisend ist. Das ist Größe 98. Die wirkt aber sehr groß, muss ich sagen. Und H&M ist ja eh immer eine Nummer größer, zumindest bei Feline. Von daher hat sie da auf jeden Fall lange was von. Und dann habe ich noch eine Jacke bestellt, weil ich die so schön fand. Ihr wisst, ich bin ja nicht so eine typische bunte rosa-pink-Glitzer-Mami für Feline, aber so ein bisschen darf es auf jeden Fall sein. Und das ist diese wunderschöne, dicke, wirklich dicke Jacke geworden. Schaut mal. Und die ist rosa mit so richtig, richtig schönen goldenen Applikationen. Und ich habe die ja jetzt hier auf dem Arm. Die ist richtig dick. Also, das ist auf jeden Fall eine richtige Winterjacke. Und das sieht man auch, wie sie hier drin gefüttert ist. Schaut mal. Richtig schön. Oh, es ist so weich. Auch eine 98. Man kann die Kapuze übrigens bei beiden Jacken abnehmen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Weil manchmal braucht man sie einfach nicht oder das nervt einfach. Und das ist die Kapuze. Dann ist sie so auf Taille gebunden, was ich auch immer super schön bei so kleinen Mädels finde, wenn die so Jacken anhaben, die so eine Taille haben. Finde ich immer richtig schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Thema Socken, oh, ist bei uns auch so ein Riesenthema. Ich habe auf jeden Fall Socken bestellt. Ich finde es immer schwierig, schlichte Socken zu finden. Und da werden mir wahrscheinlich viele Mamis jetzt recht geben. Die meisten Socken sind total bunt und so. Und ich hätte gern einfach nur schlichte Socken. Einfach in einer schlichten Farbe. Das schlichteste der Gefühle waren dann jetzt diese Socken hier. Das sind 1, 2, 3, 4 Paar. 22 bis 24. Diese Größenkombi finde ich übrigens sehr, sehr gut. Und ja, wie ihr sehen könnt, ne? Ja, Sterne. Dann haben wir hier einmal Streifen. Graue Sterne, beziehungsweise weiße Sterne auf grauen Socken. Und hier einmal mit einem Stern. Und schlicht grau. Ja, die haben wir dringend gebraucht. Als nächstes haben wir Mützen. Und bei Mützen ist es so, da wir jetzt ja noch nicht so im Winter angekommen sind, sondern es nur ein bisschen frisch war. Also vielleicht bin ich ein bisschen zu früh, aber wir hatten tatsächlich schon hier morgens 8 Grad. Und auf dem Weg zur Kita möchte ich dann schon, dass sie eine Mütze auf hat. Und da habe ich so eine ganz, ganz dünne Mütze bestellt. Einfach, dass sie ein bisschen was auf dem Kopf hat, dass die Ohren geschützt sind. Und die gefällt mir richtig gut. Die ist aus so einem richtig dünnen Stoff vorne mit einem kleinen Schildchen drauf. Tiny Crew. Und ja, die lässt sich richtig schön aufsetzen, glaube ich. Größe 98, 104. Solche Mützen lassen sich auch immer lange tragen, weil sie gut dehnbar sind. Und das war bitter nötig. Wieder Bodies. Ey, Leute, ich habe gestern aussortiert und ich habe nur noch 3 Bodies oder so gehabt. Sie hat natürlich immer 2 Bodies in der Kita zum Backup, aber es waren viel zu wenig Bodies. Deswegen hier eigentlich nochmal dieselben, die ihr eben schon gesehen habt, in derselben Farbkombination, auch in 104 Bodies. Jede Mama weiß, das kann man nicht genug haben. Und als letztes ist es so eine schöne Übergangsjacke geworden. Ihr hattet jetzt 2 relativ dicke Jacken gesehen und das ist jetzt so eine
Richtig schöne Übergangsjacke. Ich liebe sie. Boah, ich kann es kaum abwarten, bis Feline die anhat. Also im Großen und Ganzen sieht die so aus. Die ist grün. Und was ich richtig schön finde, ist dieses Blau hier drin. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Kombination, finde ich. Der Farben, der Stoffe und so weiter. Da musste ich die einfach mitnehmen. Und das ist jetzt so für die Zwischentage, wenn es vielleicht mal so 15 Grad oder so sind. Das ist Größe 98 auch und die Kapuze kann man auch abnehmen. Und es, also H&M fällt wirklich relativ groß aus, muss ich sagen. Aber sie gefällt mir auch richtig gut und sie ist halt wieder auf Taille. Seht ihr das? Man kann die richtig schön so auf Taille machen und es sieht bestimmt richtig, richtig schön aus. Ja, meine Lieben, und das war kurz und knackig, habe ich das Gefühl. Oder ging's? Ich weiß es gar nicht. Meine H&M-Bestellung. Ich habe gerade geguckt. 2, 3 Sachen fehlen. Die werden erst nachgeliefert in, ich glaube, 1,5 Wochen. Deswegen habe ich jetzt erstmal so das Video für euch gedreht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es ist so ein paar kleine Inspirationen für euch dabei, vielleicht für eure Kids. Und ja, lasst mir wie immer gerne Feedback da. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt mir natürlich, was ihr euch wünscht. Und ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder und macht's gut bis dahin. Bye, bye.